Liebe in unser Leben ziehen. Ich glaube, das möchte so gut wie jeder Liebe in seinem Leben haben. Und um Liebe in unserem Leben zu bekommen, ja, müssen wir sie eigentlich wirklich ziehen? Oder ist es da besser, wenn wir uns so verändern, dass wir quasi ein Vakuum schaffen, dass wir eine Resonanz schaffen, damit die Liebe in unser Leben kommen kann? Hallo, schön, dass du da bist und liebe Annelie, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Annelie Günd ist wieder bei mir zu Gast. Annelie, hallo. Hallo, lieber Andreas. Danke, schön, dass ich da sein darf. Ja, Liebe in unser Leben ziehen. Annelie, wie nimmst du das in deinem Leben wahr? Was hast du für Erfahrungen? Was hast du für Erfahrungen mit deinen Klienten, die du dabei begleitest? Und wie können wir das einfach praktisch machen? Ja, also mal zu meinen Klienten zu sagen, also viele, die kommen und sagen, sie würden gerne in der Liebe einfach entweder zum einen mehr fühlen, ja, also ich habe manche, die sagen, sie würden gern wieder mehr fühlen, das ist dann die Liebe, einfach überhaupt Liebe wahrnehmen zu können. Das hat natürlich damit zu tun, dass man einfach traumatisierende Dinge erlebt hat in seinem Leben, dass einfach man sich so verschlossen hat oder dass das Herzchakra so zu ist, so blockiert ist, dass man nicht mehr den Zugang zu seinen Gefühlen hat. Und da hast du völlig recht, was du gerade eben gesagt hast, dass es dann quasi eine Spiegelung ist im Außen, dass man erstmal in sich schauen muss, was kann ich bei mir reinigen, dass ich im Außen wieder Dinge der Liebe anziehe. Ja, und zum anderen kann man dann eben auch mit der geistigen Welt arbeiten, die einen wieder erinnert an die Liebe, aus der wir herkommen, was wir sind. Wir haben ja alle, bevor wir uns inkarniert haben, ein unendliches Potenzial erlebt von Liebe, von einer Schwingung, die unendlich ist. Und danach sehen sich so, so, so viele. Und die geistige Welt hat gesagt, dass sie diese Frequenz uns wieder übermitteln möchten, ein Erinnern, ein Geschenk, was es heißt, Liebe wieder im Leben zu fühlen. Ne? Und das andere ist dann eben die partnerschaftliche Liebe, dass man die Verletzungen in der Liebe wieder quasi korrigiert und dann wieder bereit ist, einen Partner in sein Leben zu ziehen. Bei mir war das auch, bevor ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, sehr turbulent. Ich hatte eine Schwangerschaft, in der hat mich der Partner von meinem Kind verlassen und ich war da erstmal jahrelang dann alleinerziehend und es war so traumatisierend, dass ich auch überhaupt gar keinen Mann anziehen hätte können. Also ich habe dann schon, war dann wieder offen, habe versucht, aber das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann wirklich eine Woche mir in meinem Leben genommen, wo ich ganz tiefe Meditationen gemacht habe. Ich bin auch wirklich weggefahren an einen Ort in den Bergen und habe wirklich alle Traumatisierungen, die ich je in der Liebe erlebt habe, wieder rekodiert, aufgelöst und transformiert und habe dann auch wirklich kurz danach, zwei Wochen später oder so, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Das heißt, manchmal ist es auch einfach so, dass in der partnerschaftlichen Liebe man so noch so zu ist, so traumatisiert, dass man dann auch einen physischen Partner gar nicht ins Leben bekommt. Genau. Und jetzt würde ich sagen, lieber Andreas. Los geht's. Starten wir. Gut. Also, dann fängt die geistige Welt an, euch zu verbinden. Und sie beginnt wieder damit, euren physischen Körper nach unten zu verbinden. Eure Füße, eure Fußchakren öffnen sich. Und ich sehe, wie sie an euch arbeiten. Ich sehe euch ja vor mir als Lichtkörper. Und ich sehe, wie sie um euch herum ein Energiefeld aufbauen mit lauter kleinen Lichtkugeln, die alle miteinander vernetzt sind. Und die bauen um euch herum so eine Art Kokon. Ich sehe, dass sie beginnen, mit euren Chakren zu arbeiten. Dass sie beginnen, während dieser Sitzung wohl ganz starke Chakrenübungen zu machen, also ganz stark. Da ist auch schon das Team von Erzengel Raphael da und sie beginnen, eure Chakren zu öffnen. Und jetzt zeigt sich auch schon ein Engel. Es zeigt sich Erzengel Samuel, der Engel der Liebe. Und du tauchst ein in die Frequenz seines Seins. Du tauchst ein in die Ebenen seiner unendlichen Liebe. Und seine Flügel beginnen sich um dich zu legen. Seine Flügel beginnen dich zu umschließen. Und wie ein kleines Baby
fühlst du dich geschützt und geborgen. Und er wiegt dich ganz sanft hin und her. Er ist die Frequenz der Liebe. Die Frequenz Gottes, die Ebenen des Seins. Und so beginnt jetzt über dein Herz eine Art Schnur zu wachsen zu den Ebenen von Erzengel Samuel. Eine Art Nabelschnur. Eine Art Suchen nach den Ebenen der Liebe. Und du lässt aus deinem Herzen von dir deinen Impuls heraus ein Licht wachsen zu den Ebenen von Samuel. Und du beginnst, dich über sein Herz zu verbinden, so wie du verbunden warst, in Ebenen, im Mutterleib mit deiner Mutter. So verbindet sich die Frequenz mit dem Engel der Liebe. Und nun beginnt er über diese Schnur, die unermessliche Liebe für dich durch sein Sein fließen zu lassen. Und es fließt die Liebe von Erzengel Samuel in dein Fell. Du wirst eingehüllt in rosafarbenes Licht. Erzengel Samuel und sein Team beginnen, alles Leid, das dir jemals widerfahren ist in der Liebe, zu heilen. In allen Räumen, Zeiten, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, in allen Verwandtschaftsebenen, in denen jemals du Liebe erlebt hast, die nicht der Liebe entspricht, wie du es gebraucht hättest. Leid wird jetzt korrigiert. Schuldausgleich, Energieausgleich, alles wird gelöscht. Alle Bewusstseinsanteile, die du abgespalten hast, kehren zu dir zurück. Und du fühlst, wie sich dein tiefes Sein immer mehr beginnt zu entspannen. Sind die Ebenen der neunten Dimensionen die Meister, die kommen in diesen Raum und mit ihren Techniken aus der neunten und zwölften Dimension beginnen sie, alles Leid aus deinem physischen Körper aufzulösen, das in Verbindung steht mit traumatischen Erlebnissen, die nicht der Liebe entsprochen haben. Physische Zellebene, atomare, molekulare und subatomare Zellebene öffnen sich in deinem Körper. Alles Leid, Unliebe, das du gespeichert hast in deinem Körper, fließt ab. Fließt ab und du lässt los. Du lässt los alles Leid, das du je erlebt hast, in der Liebe, in Raum und Zeit. Unliebe deiner Eltern dir gegenüber, Unliebe durch Partner, Unliebe durch eine Welt, eine raue Welt in der Schule, alles, was du erlebt hast an Unliebe, es fließt ab und Erzengel Raphael lässt abfließen. Und es kommt jetzt die Frequenz Christus. Christus kommt ins Feld. Und er nimmt nun Aspekte deines Seins mit in die höheren Dimensionen. Und du fliegst in Raum und Zeit mit den Ebenen Christus. Und er geht jetzt in dein Energiefeld. Und er legt seine Hände auf dein Herz. Und du wirst durchströmt von seiner Liebe. Und er verbindet dich mit den Ebenen deiner Existenz, deinem höheren Ich, deinem höheren Selbst. Mit den Ebenen der Liebe, aus der du herausgekommen bist, bevor du begonnen hast zu vergessen, die Illusion, der du bist. Und so verbindest du dich mit deinem All-Eins-Sein,
mit der Fähigkeit der Liebe, die du bist, die du warst und die du immer sein wirst. Die Frequenz Christus, er möchte dich segnen. Und du stellst dir vor, wie du in deinem Inneren gleich deine Augen öffnen wirst. Und du wirst ihm in die Augen sehen. Und mit seinem Blick wird er beginnen, Leid aufzulösen, das dich davon abhält, die Liebe in dein Leben wieder einkehren zu lassen. Und wenn du bereit bist, dann öffnen wir alle unsere Augen. Jetzt. Und du lässt dich berühren von seinem Blick, von seiner Liebe. Die geistige Welt beginnt, Kristalle in dein Feld zu setzen. Sieht aus wie kleine Herzen und kleine Sterne. Dich glitzern zu machen und die Schwingung der Liebe in deinem Feld zu aktivieren, sodass die Schwingung der Liebe dich erkennt, sodass du Menschen, Situationen anziehst, die der Liebe entsprechen. Denn du bist ein Feld dafür, ein glitzerndes Feld. Und so, wie du jetzt Liebe bist, aufgefüllt mit Liebe, kann Liebe in dein Leben kommen. Erwartest du Liebe? Ist Liebe der Standard, dein Wert, dass du die Liebe bist für andere und dass andere mit Liebe dir gegenüber reagieren? Weil du Liebe bist. Und dieses glitzernde Energiefeld, es ist wie eine Art Schaum. Es ist wie eine Art Badeschaum aus glitzerndem Badeschaum um dich herum, deinem ganzen Feld. Und es ist eine ganz leicht schwingende Energie. Sie erinnert an die Energie von Einhörnern. Es kommen die Frequenz der Einhörner ins Feld. Und es ist eine ganz glitzernde Energie voller Liebe. Und sie ist um dich herum. Sie füllt deine Aura. Und die Frequenzen von Christus, sie beginnen sich wieder mit dir zu verbinden. Du gehst zurück in deinen Körper und du fühlst, wie um dich herum diese glitzernde Frequenzen aus Licht und Liebe um dich herum sind. Und es wird ganz leicht. Das Herz, es wird immer leichter. Und diese Frequenzen der Einhörner, die Frequenzen des Lichts und der Liebe, sie glitzern in deiner Aura um dich herum. Und du bist magisch. Du wirst immer magischer für die Frequenz der Liebe, die es leicht mag, die es freudvoll mag. Und sie hüllen dich ein in diese Frequenz des Lichts. Und ich sehe deinen Lichtkörper vor mir. Du bist komplett eingehüllt in dieses glitzernde Licht der Magie, diese Energie der Liebe. Und so nimmt dich Jesus ganz liebevoll in den Arm und er stellt sich hinter dich als einer deiner Begleiter. Und so hast du die Liebe in dein Leben eingeladen. Und er steht hinter dir und er wird hinter dir stehen, solange wie du die Frequenz der Liebe einlässt in dein Leben, solange ist er Teil deiner Geistführer. Und so wirst du liebevoll von deinen Begleitern, von Erzengel Schamel und Jesus begleitet. Du fühlst diese glitzernde Energie um dich herum und du fühlst, wie du in deinem physischen Körper bist und du fühlst, wie du hier bist, in deinem Herzen, in deiner Liebe, mit dieser glitzernden Frequenz um dich herum. Und du kommst zurück ins Hier und Jetzt, fühlst deinen Körper, fühlst deine Füße, fühlst dich, öffnest deine Augen und bist zurück im Hier und im Jetzt. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Danke, liebe Annelie. Das war wieder sehr tief und sehr umfassend. Und schön, dass jetzt die Liebe wieder bei uns allen Einzug halten kann. Und dieses Video, das kannst du dir ruhig öfters angucken, immer wieder, wenn du merkst, irgendwas klemmt. Dann schau dir dieses Video nochmal an, geh nochmal durch diese Meditation durch und es wird sich immer wieder etwas lösen, es wird etwas heilen und die Liebe wird immer mehr zu dir kommen.
so wie sich jetzt was in meinem Halschakra gerade löst, weil ich lange nicht gesprochen habe. Genauso wie du, du hast dich ja auch in die Meditation vertieft. Annelie, nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Und dir herzlichen Dank, dass du wieder bei uns warst, dass du mitgemacht hast und dass dir dieses Video, so hoffe ich doch, gefallen hat. Schreib es einfach unten mal in die Kommentare. Auch dir nochmal ganz herzlichen Dank, möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen, falls du mir eine Spende hast zukommen lassen. Sie ist angekommen und es ist wunderbar, dass du damit mein Wirken, sowohl technisch als auch, dass ich überhaupt leben kann, so wundervoll unterstützt. Dankeschön. Und in dem Sinne, im Gefühl der Dankbarkeit und der Liebe senden Annelie aus dem Süden der Republik, ich wieder aus dem Norden, dir zu Hause. Von uns alles Liebe.